Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Bei unserem heutigen Fall bin ich mir ziemlich sicher, was die meisten von euch denken werden. Wie kann man auch nur so dumm oder so krank sein und als nicht in Kunstflug ausgebildeter Pilot mit einer nicht akrofähigen Maschine Kunstflugfiguren zu fliegen? Und das nicht etwa solo, sondern mit der Freundin im Cockpit, einer Gemeindeschwester aus Sahnen, die zu Hause eine 12-jährige Tochter hat. Aber vorher, wie immer, meine persönliche Bemerkung. Ein Kommentator hat geschrieben, naja, das mit dem Leben nach dem Tod sei ja nicht so sicher, aber er wisse, es gäbe ein Leben vor dem Tod. 100% einverstanden. Das war auch immer mein Motto. Ich habe immer gesagt, niemand kann beweisen, dass er schon einmal gelebt hat, aber es kann auch niemand das Gegenteil beweisen. Es herrscht Beweisnotstand in beiden Lagen. Aber egal, ob man an ein Weiterleben nach dem Tod glaubt oder nicht, es kann auf jeden Fall nicht falsch sein, aus diesem Leben etwas Gescheites zu machen. Der berühmte amerikanische Schriftsteller und Psycholinguistikprofessor Leo Buscaglia, meine Frau und ich haben den persönlich gekannt, wir waren auch einmal in Glenbrook am Lake Tahoe bei ihm zum Essen eingeladen, der hat einmal gesagt, das Leben ist ein Geschenk und die meisten Menschen haben noch nicht einmal das Geschenkband berührt, geschweige denn hineingeschaut. Und jetzt noch ein kurzes Wort an all jene, die sich Sorgen machen, dass mein Kanal weniger wachsen könnte, wenn ich diese Vorbemerkungen nicht weglasse. Leute, es ist mir doch völlig egal, wie groß mein Kanal wird. Ja, das ist altes Denken, materialistisches Denken. Da ging es um Quantität. Mir geht es um Qualität. Ich sehe mich nicht als einen Piloten mit einem leichten Hang zu spirituellen Themen. Ich bin ein durch und durch spiritueller Mensch, der nebenbei auch noch Privatpilot ist. Wobei Spiritualität für mich nicht bedeutet, ein blinder Esoterikfreak zu sein, auch kein religiöser Fanatiker. Ich respektiere alle Religionen, aber religiöse Fanatiker, die fliegen bei mir hochkant raus. Nein, ein spiritueller Mensch ist für mich einfach ein Mensch, der sich öfter mal die Frage stellt, wo komme ich eigentlich her? Hat das Ganze einen Sinn? Wenn ja, welchen? Was ist meine Aufgabe auf diesem Planeten? Und wo geht die Reise hin? Ich spreche nicht von den Antworten. Wenn ich welche hätte, hätte ich längst eine Sekte gegründet. Aber die Frage stellen sollte man sich öfter mal. Wenn wir im Moment da draußen so viel Tumult erleben, dann ist das der Todeskampf der alten materialistischen Welt. Was glaubt ihr, warum es diesen Systembruch, genannt Corona, gebraucht hat? Die neue Welt, die wird nicht ohne Herausforderungen sein, selbstverständlich nicht. Aber wir werden sie wahrscheinlich anders meistern. Wir werden sie meistern miteinander anstatt gegeneinander. Und damit das Miteinander funktioniert, müssen wir uns vernetzen. Wir müssen uns verbinden. Verbinden, lateinisch communicare. Schon mal gehört, oder? Kommunikation, klare, transparente Kommunikation. Wer bin ich? Was habe ich für Werte? Welche Werte sind mir wichtig? Für wen möchte ich da sein und für wen lieber nicht? Und jetzt zu unserem heutigen Fall. Er liegt schon eine Weile zurück, aber er ist so spektakulär und so unglaublich, dass ich ihn euch unbedingt in Erinnerung rufen möchte. Das heißt, es kann auch sein, dass ganz viele nie davon gehört haben. Der damals 50-jährige Pilot startete am 14. Juni 1991, einem Freitag, von seiner Homebase Altenrhein in Richtung Sahnen, und zwar in seiner eigenen Bushby Mustang 2. Das ist ein zweiplätziger Tiefdecker mit Heckrad. Eine Privatperson hatte dieses Flugzeug im Bausatz gekauft, in fünfjähriger Arbeit zusammengesetzt und eingeflogen, dann im April 1987 an eine Drittperson verkauft, die es wiederum 1989 unserem Unfallpiloten veräußerte. Ich habe leider kein solches Flugzeug in meinem Simulator. Ich verwende dafür eine JMB VL3 Evolution. Lass einfach das Fahrwerk draußen. Schöne Grüße an dieser Stelle an Pilot Frank, der ebenfalls einen blühenden YouTube-Kanal betreibt. Der besitzt so ein Flugzeug. Und ja, ich kann nicht sagen, dass ich neidisch bin. Ich hätte mir auch so eines leisten können. Leider ist es nicht zugelassen in der Schweiz. Und schöne Grüße auch an Lisa, die Fluglehrerin und Verkäuferin dieser Flugzeuge. Nein, das ist kein bezahltes Sponsoring. Ich mache das gratis, weil ich ein absoluter Fan bin von dieser Maschine. Der Pilot wollte also seine Freundin in Sahnen besuchen, die er
zu heiraten gedachte und er wollte am nächsten Tag, am Samstag, mit ihr einen Alpenrundflug durchführen. Die Freundin war Gemeindeschwester in Sahnen, heute würde man wahrscheinlich Pflegeverantwortliche sagen, und die hatte zu Hause eine 12-jährige Tochter. Wir schauen uns zuerst kurz um hier in der Gegend von Sahnen, was ja, wie du weißt, seit 2016 mein fester Wohnsitz ist. Wir kommen hier von der französischen Schweiz her Richtung Sahnen. Geradeaus geht es nach Schönried, Sahnenmöser und Zweisimmen. Und rechts um die Ecke geht es nach Gstaad, was auch zur Gemeinde Sahnen gehört. Und dann weiter nach Gsteig. Zwischen Gstaad und Gsteig gibt es hier rechts ein kleines Seitental, das sich Meilsgrund nennt. Da bin ich oft mit meinem E-Bike unterwegs, ganz nebenbei. Und hier im Meilsgrund hatte die Schwester der Passagierin ein Wochenendhaus. Ihr ahnt bestimmt schon, was jetzt kommt. Die Untersuchungsbehörden nennen so etwas einen typischen Verwandtenflug. Man will also Verwandte beeindrucken und da gibt es sehr viele Unfälle, weil die Aufmerksamkeit auf dem Geschehen am Boden ist und eben nicht auf dem Flug. Aber hier war es noch viel verrückter. Nach dem Start auf der Piste 26 des Flugplatzes Sahnen und einer 180-Grad-Kurve über Rougemont flog der Pilot in die Region Gstaad. Auf etwa 6000 Fuß Höhe begann er in Richtung des Meilsgrundtales rollend zu fliegen, also Drehungen um die Längsachse. Ein Zeuge am Boden und ein Pilot, der etwa 300 Meter höher flog, sprachen von mindestens 5 Rollen nach rechts, wobei der Pilot jedes Mal an Höhe verlor. In der letzten Rolle geriet das Flugzeug in Messerlage in geringer Höhe über Grund in eine Vrille und stürzte auf die Alp ab. 80 Meter vom Wochenendhaus der Schwester der Passagierin. Die Schwester, ihr Ehemann und ihre Kinder mussten aus nächster Nähe zuschauen, wie ihre Schwester, ihre Schwägerin, ihre Tante zu Tode kam. Es gibt zwar Mustang-2-Flugzeuge, die für Kunstflug zugelassen sind, aber dieses hier war es nicht. Und es war auch nicht bekannt, dass irgendjemand diesem Piloten irgendwann ein bisschen Kunstflug beigebracht hätte. Natürlich wurden technische Mängel ausgeschlossen. Die Propellerverformung zeigte, dass der Motor bis zum Schluss Leistung abgegeben hatte. Und auch die Quersteuerung funktionierte noch, von ein paar Schäden durch den Absturz natürlich abgesehen. Das Doppelsteuer wäre ausbaubar gewesen, es war aber für diesen Flug eingebaut. Deswegen hat man natürlich auch untersucht, ob eventuell die Passagierin irgendwie in die Steuerung eingegriffen hat. Sie hatte tatsächlich eine Verletzung an der rechten Hand, aber die Untersuchungsbehörden sagten, das hätte auch davon kommen können, dass sie sich beim Absturz am Armaturenbrett abgestützt hat. Aber eigentlich ist es ja egal, ob die Passagierin etwas damit zu tun hat. Sie war früher oft mit ihrem Freund geflogen, sie hat ihm vertraut, er hatte über 500 Stunden Flugerfahrung und es ist auch nicht bekannt, dass er irgendwann als nicht akrofähiger Pilot mit einer nicht akrotauglichen Maschine jemals Kunstflugfiguren vollführt hat. Das Wetter verdient auch noch eine Erwähnung. Etliche Zeugen bestätigen, dass zur Unfallzeit ein sehr starker Wind aus West-Südwest mit heftigen Böen herrschte. 20 bis 30 Knoten Wind war gemeldet. Ebenso Turbulenzen. Im Sommer 1989 hatte der Erbauer der Hotel Bravo, Yankee Bravo Tango, ein Telefongespräch mit dem neuen Besitzer und auf dessen Bemerkung, er besitze jetzt ein rassiges Flugzeug, ermahnte ihn der Erbauer, dass dieses Flugzeug keine Pilotenfehler verzeihen werde. Unser Pilot wollte das offenbar am eigenen Leib und am Leib seiner Freundin selber erfahren.